Merke, spring niemals über von Thaddäus sein Haus auf SpongeBob sein Haus. Das ist nur für Noob. Ja, ich war mit Pistol unterwegs hier. Boah. Ich sehe es gleich, wenn ich jetzt auch hochkletter, bin ich in 2 Sekunden tot, ey. Nee, Thaddäus sein Haus ist eigentlich ziemlich sicher. Stimmt, aber jetzt wurde ich von hinten wieder abgebolzt, ey. Was ist los? Ich glaube, es ist die Uhrzeit, ey. Ja, immer die Uhrzeit, ey. Einfach mal Granate über das scheiß Haus. Kommt gerade einer. Oh, wie typisch alles von der Sniper. Da kommt wieder meine Mutter. Pascal, du bist zu laut, bist du schon spät? Ja, es kommt hier so ein Typ, der nimmt mir gerade einen Kill weg. Ich glaube, ich spinne. Vergiss es hier. Was oh, ist denn you. Los? Was hat er jetzt? Ich hab ihn mir auch selbst getötet, ich bin so dumm. Ja, ich bin gerade nicht dumm, aber irgendwie sind da schon wieder viel zu viele. Ah, da geben anscheinend ganz schön viele reales Geld, also echtes Geld dafür aus. Boah, alle, die sind so abnormal beim Zielen. Was ist denn los, ey? Und ich kann keine Leiter nach unten gehen. Ja. Und die haben auch alle voll die präzisen Waffen, wenn ich das mal so nebenbei erwähnen darf. Da wo ich 5000 Meter rumstreue, treffe, nehme ich in 50 Hitten irgendwie, bin tot. Und ich bin so dumm, die Leiter runter zu klettern. Jedes Mal sterbe ich halb. Alle 6 leben noch. Toll. Danke, Passi, dass du mich gerecht hast. Bitte, jetzt mal komme ich früher. Bäm, Junge. Dumm, dass man sich dann nicht aufladen kann, irgendwie vom Leben her. Ist natürlich um einiges hilfreicher an manchen Stellen. Ja, Wichser, hab ich den fast getötet, der Junge. Ich war aufpassen müssen. Okay. War sie zu fünft auf einem Typen und ich habe ihn dann gekillt, ey. Ich glaube, da war schon wieder das gleiche gehört. Ich bin schon ein bisschen gemein. Ich warte immer, wenn ihr Spawnschuss weggeht, wenn ich hinter denen stehe. Alter! Die M16 sind anscheinend übelst abnormal, ey. Fuck, Alter, jetzt sterbe ich aber. Shit. Ja, jetzt bin ich tot. Aber das ist ein spannendes Spiel, glaube ich, gell? Ja, immer noch 41, 41. Ja, das ist aber schon ziemlich gleich die ganze Zeit. Gleich nicht mehr. Hä? Alter, wie schnell war er jetzt tot? Ah, fuck, das ist immer so ein Scheiß mit dem Nachladen. Hm. Wo kommt der Pisser denn auf? Wie kommt man, warum das ist wie MW3-Spawn-System hier, ey. Nee, das glaube ich jetzt sehr weniger, ey. Ja, aber das ist trotzdem halt immer so, dass der Typ immer hinter dir spawnt. Jetzt gehen wir aber schon ab. Schau dir das Teil da lieber nicht an, schau lieber mal hinter dich hier. Jetzt kommt wieder so ein schlimmer Finger wie hier, der Pascal. Warte, bis der scheiß Spawnschutz weggeht und zieht schon auf den Kopf, ey. Oh, geil. Alter, nein, das ist. Ah, das ist immer scheiße, wenn sie dich schon sehen. Da hast du echt verkackt, hey. Das geht bis 100, okay. Ist ja noch zu schaffen. Fuck. Alter, die ist so derbs präzise. Die M16 oder wie die halt ausschaut. Ja, übel, gell? Mhm. Spawn Killer like a Pro hier, ey. Du. Mhm. Das ist ein anderer. Oh, okay, dann halt mir kurz, weil ich bin jetzt da gerade auf dem Weg.
zum Perix Haus. Ja, ich komm grad. Brickshot. Jetzt hört ihr übrigens mal, es ist gerade das Szenario, was ich vorhin besprochen habe. SpongeBob-Sprache auf SpongeBob-Map ist ultra-like. Feeling SpongeBob. Hier so. Da passt, wie kurzsichtig bist du eigentlich? Warum? In der Mitte des Raums stehen zwei Gegner, du hast beide nicht gesehen. Ja, dann sind die halt gerade gespawnt. Weil ich habe eigentlich hier gerade alles ausgemesselt. Ich brauche echt eine Brille, wenn ich das mal so nebenbei erwähnen kann. Wieso denn? Weil ich letztens mal einen Sehtest gemacht habe und ich habe da irgendwie nicht so gut abgeschnitten, glaube ich. Aber die hat nichts gesagt. 29:10. Scheiße! So. Nee, sowas sagt man nicht. Böser Pascal. Ja. Das kann man schon mal durchgehen lassen. Es ist hinter mir einer, ich sehe schon. Alter, der war mir jetzt zu viel wert, der Kill. Ja. Ich habe schon gesehen, wie er gespawnt ist, aber irgendwie. Ah, oh, jetzt gewinnen wir, oder? Win, yeah! Ich speichere die Map gleich mal. Gemacht. Ich auch. Bewerten oh, 30 zu 10, der beste von allen. Natürlich, super. Ich habe auch eine KD von 3. Hihi. Sie will die Owner hier unterwegs. Ja, wir müssten jetzt echt mal einen Clan aufmachen, aber der kostet, glaube ich, auch viel. Mhm, glaube ich auch. Schauen wir mal schnell kurz nochmal. Ich bin schnell draußen. Dün, dün, dün. Clan. Dün, dün, dün. Ich habe mich aus Versehen heute bei einem Clan beworben. Ich habe einfach mal auf Bewerben gedrückt, weil ich dachte, ich kann dann irgendwas eingeben. Der Clan, der kostet 12.000 Punkte, Alter. Boah. Ich habe aber, wie kann man das dann erkennen, ob da ein Clan ist? Ich weiß gar nicht, ob sich das dann überhaupt so lohnt. Kein Schimmer. Weil ich habe da irgendwie noch nichts Besonderes bemerkt. Ja gut, ich denke jetzt mal, das waren gute zwei Folgen. Wieder alles geowned hier, mal wieder 600 Punkte gut gemacht. Und hast du noch irgendein Schlusswort, Zitat des Tages? Paragraph 3, Penis.